Soziale Sicherheit ist die Grundvoraussetzung für ein gutes und planbares Leben für alle. Höhere Löhne, niedrigere Mieten, ein Bildungssystem, das kein Kind zurücklässt und eine Gesundheitsversorgung, die nicht Menschen vor Profite stellt. Die Linke ist die einzige Partei, die sich für die notwendige Umverteilung von Reichtum einsetzt. Das Geld für ein solidarisches, gerechtes und ökologisches Hessen ist da, es ist nur falsch verteilt. Bildung darf nicht vom Kontostand der Eltern abhängen. Deshalb kämpft die Linke für gute und kostenfreie Bildung von der Krippe bis zur Hochschule. 100 Konzerne verursachen 2/3 des CO2-Ausstoßes. Den Klimawandel stoppen wir nur, wenn wir ihm einen echten Systemwandel entgegensetzen. Hessen muss den sozial-ökologischen Umbau endlich angehen, die fossilen Energien im Boden lassen und die Natur schützen. Die Bundes- und die Landesregierung bauen die Autobahn aus. Das ist schlecht für Mensch und Klima. Die Alternative der Linken: Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und Nulltarif, damit alle Zugang haben. Gemeinsam mit den Gewerkschaften und den Beschäftigten engagieren wir uns für gute Arbeit, für eine vernünftige Entlohnung. Mir ist es als Gewerkschaftssekretär besonders wichtig, dass alle Menschen von ihrer Arbeit gut leben können. Sei es in Frankfurt, Hanau, Kassel oder Wächtersbach. In Hessen gibt es eine militante rechte Szene. Antifaschismus ist kein Verbrechen, sondern ein Muss. Kultur darf kein Luxus sein. Museen, Sportvereine, Konzerte, Stadtteilfeste machen nicht nur Spaß, sondern sie schaffen Freiräume für solidarisches Miteinander. Die Mieten steigen in Frankfurt, aber auch in Hessen ungebremst weiter. Als Linke wollen wir in Hessen Spekulation mit Grund und Boden verbieten und Leerstand abschaffen, Mieten deckeln und aber auch jährlich über 10.000 Sozialwohnungen schaffen. Gesundheit ist keine Ware, sie gehört in kommunale Hand. Und das Personal, das braucht viel mehr Entlohnung. Und es muss auch mehr Personal in den Krankenhäusern und Pflegeheimen sein. Das ist gut für alle. Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist immer noch ein großes Thema. Das Land Hessen muss jetzt nun unbedingt die Istanbul-Konvention durchsetzen, damit wir zu einer gleichgestellten Gesellschaft kommen.